meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Monatsfavoriten-Video von mir. Und zwar ist ja der August jetzt durch und ich möchte euch gerne meine Lieblingsprodukte zeigen, die ich diesen Monat sehr oft und sehr viel verwendet habe. Und zwar fangen wir doch an mit Make-up. Und zwar war das von Fenty Beauty habe ich oft die Moroccan Spice Lidschattenpalette aufgebraucht oder verwendet. Die sieht so aus, die ist sehr schön, Leute. Die ist schon ein bisschen älter, und, aber die hat so schöne Farben, Leute, schaut, und so einen großen Spiegel. Und diesen nehme ich immer eigentlich mit auf Reisen. Der sieht so aus. Und zwar sehr schöne Farben. Und wie ihr sehen könnt, habe ich schon die eine Farbe fertig aufgebraucht. Aber die hat so schöne matte Farben und glänzende Farben. Und eigentlich alles, was ihr so benötigt. Genau. Und die Pigmentation von diesen Farben sind auch wirklich der Hammer. Und zwar habe ich jetzt auch zum Beispiel blauen Lidschatten drauf. Und dieser ist, glaube ich, Suck It To Me. Die Farbe Suck It To Me. Genau, dieses hier. Dieses dunkelblaue habe ich auch heute benutzt. Und ja, sehr schöne Farben, wirklich. Ich spiele gerne mit Farben und schaue, was mir steht und was nicht. Und die Meinungen von anderen Leuten interessieren mich eigentlich auch nicht draußen in der Schweiz oder so, weil hier trägt man immer so eben braun oder natürliche Farben oder gar nicht sogar auf den Lidschatten. Und ich mag eigentlich Lidschatten und deshalb ist es mir egal. Ich trage das, was ich liebe. Genau, das und das zweite Produkt von Make-up ist dieser uralte, Leute, ich sage euch, ich kann schon gar nicht lesen, von Essence, diesen Lip Liner. Und zwar ist das, ich weiß nicht, ob es diesen noch gibt, die Nummer 15 Honeyberry. Das ist so eine schöne Farbe auf den Lippen, Leute, ich hatte das letzte Woche drauf und die Farbe hat mir so gut gefallen, dass ich nur noch süchtig bin und immer diese Farbe tragen möchte. Und zwar ist es diese Farbe hier. Die ist extrem schön und die steht auch so den dunkelhaarigen Frauen sehr und ich denke auch den Blonden sicherlich. Und die Konsistenz ist auch sehr cremig und die geht auch nicht schnell drapp und so beim Essen oder halt wenn ihr irgendwo unterwegs seid, die haltet sehr lange. Und ich mag es eben, dass es so cremig ist und nicht hart, Leute. Also Preis-Leistungs-Verhältnis sehr gut. Genau. Dann kommen wir doch zu meinen Fashion-Favoriten von diesem Monat. Und zwar, da ich ja momentan sehr viel Sport mache und auch ein bisschen abnehmen möchte, habe ich mir vor Jahren mal eine Sportuhr gekauft von Fitbit. Die sieht so aus. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Die ist sehr schmal. Man denkt irgendwie, das ist ein Armband, gar keine Uhr, aber Moment, ich zeige euch schnell. Da seht ihr, was für Zeit ist. Dann seht ihr, was für ein Datum ist. Dann seht ihr, wie viele Schritte ihr pro Tag gemacht habt. Also 10.000 Schritte sind ja das Gewünschte oder die Empfehlung. Was ihr noch sehen könnt, ist euer Herzschlag, dann wie viele Kilometer ihr gelaufen seid, dann wie viele Kalorien ihr verbrennt habt pro Tag oder pro Sporteinheit nachher. Dann, ich glaube, es hat noch etwas.
Genau, und dann gibt es noch so eine, wie sagt man, eine Zeitmessung, wo aufzeigt, wie viel Sport oder wie lange Sport ihr gemacht habt. Und zum Beispiel bei so HIIT-Trainings, HIIT-Trainings, dann das zeigt sehr viel an. Also hauptsächlich eher so richtig hartes Sporttraining. Und dann könnt ihr wirklich sehen, wie viel Sport ihr diesen Tag oder diese Woche gemacht habt. Und es gibt auch eine App, die zeigt euch nachher auch die Daten an. Und ihr könnt diese auch beim Schlafen anziehen und schauen, wie ihr geschlafen habt. Und sehr gut. Also ich trage nur noch diese Uhr. Und das motiviert auch Leute. Und ja, das war einer von meinen Favoriten. Dann habe ich mir, ich glaube, vor 2 Wochen oder letzte Woche ein Oberteil von Nike geholt für 5 Franken, Leute, in einem Outlet hier in der Schweiz. Und zwar dieses hier. Das ist so schön, Leute, dieses Schokobraun. Ich liebe diese Farbe. Und das ist, ja, fragt euch nicht, wieso das Nike-Zeichen, das Logo so gegen unten ist, aber das ist ein Oberteil für Yoga, Leute, und das ist so bequem. Dieser Stoff ist so speziell und es hat eine Halterung, also eure Brüste werden gestützt und das ist so weich. Ich liebe das mit dem Sport zu machen und ja, das ist auch sehr lang geschnitten. Also es geht auch länger, es ist nicht so wirklich wie ein normale Sport-BH, wirklich, also ich liebe den Stoff von dem und die Farbe natürlich. Genau das. Dann zu meinem letzten Fashion-Favoriten ist diese Tasche hier. Diese schwarze, schöne Tasche. Und zwar habe ich diese von Mango. Die ist aus der neuen Kollektion und die ist mega toll für die Arbeit. Die steht so auf dem Boden. Ihr könnt recht viel. Die hat so einen dicken Träger, nicht so die dünnen. Dann habt ihr hier, vielleicht sieht man's, einen, also da einen Verschluss. Ihr könnt diese Tasche so zumachen, dass auch nichts geklaut wird, oder auch hier habt ihr einen riesen wie sagt man, Teiler mit einem Reißverschluss, könnt ihr euer Portemonnaie und Schlüssel und so, die wichtigsten Sachen reintun, und halt auch so zwei Parts, einmal hier und einmal hier, dann könnt ihr hier vielleicht euer, keine Ahnung, eure Arbeitssachen, Schulsachen reintun und hier vielleicht das Mittagessen und keine Ahnung was, aber die ist toll. Also ich mag die, ich habe die im Laden gesehen in der Farbe Schwarz und mich sofort verliebt und diese geholt. Und ich mag halt Taschen, die stehen, oder? Und nicht einfach, wenn jetzt sagen wir wenig drin ist oder ja, dass die Tasche zusammenfällt. Sollte so stehen, Leute. Genau das. Dann kommen wir zu meinen Bücherfavoriten. Und zwar bin ich am Englisch lernen und aus diesem Grund habe ich mir diese Bücher geholt oder ich lese diese Bücher. Und zwar diese Reklam-Fremdsprachentexte. Das ist jetzt so ein Beispiel, das habe ich noch nicht angefangen. Das ist von Arthur Miller, Death of a Salesman. Diese hier, die kennt ihr sicher. Die gibt es auch so in Französisch und auch in Deutsch. Und hier hinten steht bei den neuesten von diesen Büchern oftmals das Niveau, das Sprachniveau. Und die sind mega gut, weil ihr lest hier zum Beispiel eine Seite. Hier und dann habt ihr unten hier manchmal oder oftmals halt Übersetzungen, was dieses Wort auf Deutsch heißt oder was es in diesem Satz bedeutet und so. Und das finde ich sehr gut. Das bringt sehr viel, weil die sind auch sehr dünn
Und es macht auch Spaß, diese zu lesen, und man lernt sicher immer wieder unbewusst Wörter. Und ja, ich mag diese und ich habe mir recht viele von denen geholt. Dann habe ich, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich an Endometriose leide, und leider kennt man sich ja mit dieser Krankheit noch nicht so gut aus. Also auch die Ärzte nicht, und auch die Frauen selber wissen nicht, dass sie von dieser Krankheit betroffen sind. Und da habe ich mir, wir haben so eine Bücherblocki, habe ich mir 2 Bücher geholt und diese gelesen und auch markiert, schaut Leute. Und zwar einmal von Herbig, von Dr. Professor Silvia Mechsner in der Sprechstunde Endometriose. Dieses hier. Und ich finde das super, weil man lernt mega viel über diese Krankheit und auch was man essen sollte zum Beispiel, oder was man dagegen tun kann, was das genau für eine Krankheit ist und so. Und jetzt, es dünkt mich, vor kurzer Zeit hat das sehr angefangen, dass über diese Krankheit gesprochen wird, weil irgendwie alle 4 Frauen auf dieser Welt oder jede 4. Frau von dieser Welt leidet an dieser Krankheit, und das müssen Frauen wissen, weil die bleibt oft unentdeckt, diese Krankheit, und dann ist es leider zu spät, wenn man zum Beispiel einen Kinderwunsch hat oder so. Und ich möchte auch dieses Thema ein bisschen in den Vordergrund rücken. Und danach habe ich noch von Nicole von Hörschelmann Endometriose schmerzfrei durch optimale Ernährung und einen gesundheitsfördernden Umgang mit Stress gelesen. Dieses hier. Ja, also eben, es ist sehr interessant, wenn ihr selber von dieser Krankheit betroffen seid, euch über das zu informieren und auch das kennenzulernen, weil es ist nicht immer eine leichte Materie und so, aber wenn es Bücher gibt, die das gut erklären, dann ist das immer gut. Genau. Dann kommen wir zu meinen Filmfavoriten. Und zwar habe ich leider nicht so viel Zeit gehabt, aber ich habe einige Sachen gesehen oder auch gehört darüber. Und zwar habe ich vor kurzem auf Netflix gesehen, dass Jennifer Lopez einen neuen Film gemacht hat. Und zwar heißt dieser Mother. Der hat mir sehr gut gefallen, Leute. Und allgemein Jennifer Lopez, das ist so eine unglaubliche Frau. Die macht alles und die kann irgendwie gefühlt alles. Und ihr Film war wirklich super. Also es geht um sie selber. Sie ist eine Mutter, aber wird verfolgt und hat nachher eine Tochter, die nachher auch verfolgt wird wegen ihr. Und es geht um die Mutter-Kind-Beziehung und Mutterinstinkt und Tiere hat es. Also sehr ein krasser Film. Ist manchmal traurig und hart, aber eben ein super Film für Jennifer Lopez, die macht immer gute Sachen, und ja, das kann ich empfehlen. Und dann habe ich natürlich, wie sicherlich alle, den neuen Barbie-Film im Kino gesehen, also als 90er, also 90er Jahre Kind, sagen wir so, muss man diesen Film ja gesehen haben. Und ich habe selber oft mit Barbies gespielt, und ja, ich habe mich so gefreut auf diesen Film, und der war auch mega toll, fand ich, weil ja, Frauen müssen zusammenhalten, Leute, und nicht gegeneinander. Und ihr müsst den Film einfach sehen, Leute. Und dann, was habe ich sonst noch so entdeckt? Ich habe, wie gesagt, mache ich ja Sport. Und da mache ich oftmals jetzt, also ich mag es lieber alleine wie Sport zu machen. Und nicht in einer Gruppe, weil ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das in der Schweiz nicht so. Und darum mache ich so Homeworkouts, und da habe ich zum Beispiel Emily entdeckt. EMK Fit heißt sie. Und die ist super. Ich weiß nicht, ob sie Amerikanerin ist oder Engländerin. Und die macht so richtiges HIT-Training, also High Intensity Training oder so, wie das heißt, ich weiß gerade nicht.
Und aber sie macht das nicht auf die harte Art, sondern auf Dancing Art. Also sie tanzt, aber ihr verbrennt so viele Kalorien, Leute, und sie macht das mit so toller Musik und sie kann das einfach, sie ist sympathisch. Die Musik zu diesem Tanzen, das macht einfach Spaß. Es ist nicht wie Sport, wo ihr euch durchkämpfen müsst und so. Das hat mir wirklich gut gefallen und ich mache das aktuell oft von ihr. Also ihre Workouts und so, und genau. Ich habe auch sehr stark geschwitzt immer, und ja, vielleicht kann ich ja euch mal ein Bild einblenden von meinem Sport-BH oder so, wie fest ich geschwitzt habe. Das ist unglaublich. Und ja, und dann habe ich noch eine andere YouTuberin entdeckt, die heißt Elem Abace. Die ist wie die Fitness-Influencerin, Pamela Reif. Die haben sehr viele Ähnlichkeiten, hat es mich gedünkt. Ja, die habe ich auch recht oft gemacht, ihre Trainings und so, ist auch recht hart. Also das ist halt anders, das ist wirklich so Fitness, Krafttraining, so ein bisschen Bodybuilding und so. Genau, aber Anfang Monat habe ich sie mehr gemacht als gegen Ende Monat, weil dann habe ich MKFit entdeckt. Genau, Leute. Ja, das waren meine Favoriten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dran und sagt mir doch, was eure Favoriten waren. Ich freue mich auf den Austausch mit euch, meine Lieben, und bis bald. Tschüss!